Hier bin ich doch drin gewesen, ja? Oder war die Tür verschlossen? Nee, ich war hier drin. Ich erinnere mich hier an diese Beeren. Mittlerweile kann ich da wieder welche nehmen. Passiert ja in letzter Zeit doch mal öfter, dass ich mich während des Kampfes heilen musste. Was war das? Oh, oh Gott sei Dank. Das Zeug da oben war es. Okay, okay. Ah, wir können auch hier vorne durch. Ich bin auch hier unten noch gar nicht gewesen, ne? Hier entlang. Nein, hier bin ich noch nicht gewesen. Oben bin ich gewesen. Da oben. Aber hier unten noch nicht. Da kann ich auch rein. Ah, verdammte Hacke. Das ist so viel, ne? Was man sich hier angucken kann. Ich kann das nicht lesen. Bezweifle allerdings auch. Hm? Bergen. Bezweifle allerdings auch, dass es irgendwie wichtig ist. Gut, hier komme ich nicht rauf. Dann versuche ich es jetzt erstmal hier unten drin, aber nimm mal lieber eine Waffe in den Anschlag. Ach so, okay. Oh Mann. Warum hängt das da so runter? Ich glaube, das ist nur. Ich glaube, das ist nur ein Stecker. Nichts weiter Wichtiges. Mhm. Baumel, Baumel. Was? Optionales Herausforderungsgrab. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Hier! Aha. Hier gibt es ein optionales Herausforderungsgrab. Vermutlich irgendwo hier hinter, hm? Ich meine, gut, das wird ja angezeigt, sobald man sich in die Nähe begibt. Insofern. Hm. Mit Gasmaske. Die hätte ich schon gebrauchen können. Ach so. Es ist wirklich einfach nur hier hinter. Na gut. Moment, irgendwas war hier. Irgendwas war hier. Ach so, ja, Beeren. Ja, Beeren habe ich genug. Mhm. Entdeckt habe ich es wenigstens schon mal, aber ich brauche eine Sprengladung, um die Metallbarriere hier zu öffnen. Deswegen, optionales Grab, du musst warten. Ich könnte von hier auch vielleicht jetzt direkt drauf, hm? Musst du doch gehen. Ja. Das wusste ich doch. Ah, und hier oben ist auch noch Munition. Na? Verdammt. Wie soll ich denn da hinkommen? Da gibt es ein Seil. Dann komme ich vielleicht von irgendwo anders dahin, hä? Das Dach wird zu schräg sein. Da bin ich schon drin gewesen. Dann machen wir es jetzt so. Das ist ja ein Riesenkomplex hier. Also, wow, hier werde ich mich garantiert ziemlich lange aufhalten. Ah, ich glaube, ich komme von dort aus hier runter. Mhm. Okay, alles klar. Da muss ich rüberspringen. Sehr gut. Mhm. Von hier kann ich nämlich... Was? Optionales Herausforderungsgrab. Ja, ich weiß doch. Du meinst doch wohl nicht wirklich wieder das, oder? Wie komme ich denn da hin? Also, zum Springen ist das zu weit. Ah. Käfige, als wären sie Tiere. Ich glaube nicht, dass es was damit zu tun hat. Ich glaube, das war einfach funktional. So wie man das jetzt hier zum Beispiel mit der Klamotte macht oder mit dem Bild. Man kann da einfach mega gut irgendwas dran aufhängen. Nummer 1. Nummer 2, Rausfallschutz. Ich sehe das jetzt gerade ein bisschen pragmatischer. Ich bin allerdings auch schon einiges von Jugendherbergsbetten gewöhnt. Anna teilt unseren Glauben nicht. Oder ihr Hiersein hat andere Gründe. Sie ist hin und her gerissen. Ich merke das. Mir ging es auch mal so. Aber wir müssen hier alle unseren Teil beitragen. Ich übernahm einen Wachdienst, um ein Opfer zu suchen. Und tatsächlich habe ich eine Verbliebene erwischt. Ich ließ mir Zeit. Tat es mit den Händen, um zu sehen, wie das Licht in ihren Augen erlosch. Ich blieb bei ihr, bis sie kalt war.
Magie. Konstantin sagt, dass wir mit der Quelle ewig leben werden. Dass wir das Angesicht Gottes sehen werden. Aber das habe ich schon. Genau hier soll ich sein. Hat gedauert, es zu finden. Aber das ist es. Ich bin zu Hause. Oh Gott, wenn da mehrere von den Leuten so drauf sind. Sekten ziehen oftmals Verrückte an. Trinity muss wissen, was er vorhat. Schrecklich. Hier drin leben die? Ich war eigentlich jetzt davon ausgegangen, dass die meisten Sachen hier nicht von Trinity übernommen worden sind. Mhm. Was haben die denn so gelesen? Hm? Schade. Selbst wenn, bei der Revolte wurde hier sehr viel beschädigt. Es wird gefährlicher, je höher wir kommen. Wind und Wetter haben hier nicht gut gefordert. Hier also sind die Sowjets durchgebrochen. Ja, der erste Kontakt war in einem der Schächte und es wurde alles auf die Bergung konzentriert. Aber es kam wohl innerhalb einer Woche zur Revolte. Die Arbeiter hatten genug, was? Du hast dich hier umgesehen, oder? Davon kann man ausgehen. Also, suchen wir diese Verzeichnisse und gehen zu den anderen. Alles klar, dann suchen wir mal. Was von den Flüchtlingen? Angriff, wir werden angegriffen! Ach, es ist noch einer übrig. Wo bist denn du? War's das? Ich wollte die eigentlich noch treffen, als sie so schön zusammenstanden. Deswegen habe ich dann geworfen. Mann, verdammter. Ich hätte ihn natürlich auch noch zu Ende reden lassen können, aber dann hätten sie wieder so weit auseinandergestanden. Und ich habe nicht gedacht, dass ich den Molotow-Cocktail benutze, um damit abzulenken. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich den Molotow-Cocktail dazu benutze, um sie, ja, in Brand zu stecken. Aber da war wohl nichts mit. Mann. Bücher? Ich glaube aber, dass ich jetzt hier alleine bin. Oh, wie schön. Ach, man hat ja richtig doll viel Privatsphäre, ja? Das ist ja toll. Und hier ist überall nichts mehr drin. Was ist mit dem hier? Den können wir noch öffnen. Ihr gammelt also hier rum, Trinity, ja? Ihr gammelt hier rum. Das Ding schlägt ständig hin und her. Es macht mich ein bisschen nervös. Wo bin ich denn hier überhaupt gerade? Ach, hier hinten. Okay. Gehen wir mal weiter. Na? Ich bin hier ziemlich allein, würde ich sagen. Das muss echt ein Multifunktionsdietrich sein. Hat auch nur Erfahrungspunkte gebracht. Was bist du? Drücken zum Aufheben. Ja, das kann ich wieder werfen, ne? Genau. Nur zum Ablenken gut. Ein bisschen Erz. Ein bisschen langsamer hier bitte durch die Gegend gehen. Da wird mir ja richtig gehend schlecht, wenn es so schnell geht. Insbesondere da, wo es hier so schön eng ist. So, da bin ich voll. Ob ich da wohl durchkomme? Ja, mit meinem Stemmeisen sollte ich doch da durchkommen. Eine Winde? Und schon wieder hier so ein gelbes Ding. Nur eine wiederverwendete Textur? Oder kriegt man Erfolg dadurch? Nee, wohl kein Erfolg. Das Feuer ist auch schon wieder weg hier vom Molotow-Cocktail, ne? Pff. Großartig. Hier geht's rauf. Und da geht's rüber. Frage ist, erst rauf oder erst rüber? Ich geh erstmal rauf. Sehr gut.
Mhm. Ah, so komme ich hier unten rein. Ja gut, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich da später rein muss. Gab es hier im Ernst eine Treppe? Nee, ich glaube nicht. Nein. Gab es nicht. Mhm. Hier käme ich vielleicht durch, ne? Wenn ich was Brennbares hier gegenwerfe? Vielleicht kann ich einen Molotow-Cocktail nochmal machen? Hm, brennbare Barriere, ganz genau. Keiner hinter. Hier können wir die Tür öffnen. Was ist das für ein komisches Geräusch? Ah, die Ketten. Echt gruselig. Oh Gott, habe ich mich jetzt erschreckt, weil die blöde Tür nach unten gefallen ist. Oh Mann. Ja, brennbare Barrieren, ich weiß doch. Die machen wir so. Einmal aufheben, Molotow-Cocktail herstellen und Nummer 1 dahin. Und Nummer 2 dann hier vorne hin. Bisschen Abstand vielleicht. So. Sehr schön. Ja, dann gehe ich erstmal hier durch. Wenn ich das Ganze hier erst lerne, dann sollte ich bestimmt lieber erstmal hier durchgehen. Ah, das sieht so aus, als würde es zusammenbrechen. Da trete ich mal lieber nicht drauf. Kohlenrutsche. Wieder ein alter Soldat. Oh je. Wurden alle richtig gehend abgeschlachtet hier. Oh, Pilze. Pilze. Bin auch voll. Ich kann einfach gar nichts mehr mitnehmen. Der Held der Sowjetunion Orden. Er war die höchste Auszeichnung für heldenhafte Taten. Vielleicht von einem Offizier im Gulag? Wer weiß. Au, wird angeschraubt. Das heutzutage auch noch so gemacht? Ich glaube nicht. Das sind bestimmt nur Anstecknadeln. Aber okay, den verliert keiner, wenn er ihn erstmal am Revers trägt. Ein Buch, aber das kann ich nicht angucken. So, da können wir gleich noch was lesen und wahrscheinlich unser Russisch verbessern. Alles klar. Noch ein sowjetisches Schild. Russisch 2. Oh, dann sollte ich das jetzt endlich lesen können da unten. Ah, oh, Gott sei Dank. Und das sind Pfeile, aber ich brauche keine. Stattdessen können wir das mal eben aufziehen. Mhm, und dann kann ich nämlich jetzt doch Pfeile benutzen. Oder nehmen. Wo geht's denn hier? Nein, 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 nein. Hoppala, lieber so. Was soll denn das jetzt hier? Hä? Bin ich jetzt hier irgendwo gelandet, wo ich sonst nicht hinkäme? Ja, stimmt. Ich bin jetzt oben gelandet. Und oben kam ich von unten nicht hin. Richtig, ich erinnere mich. Gut. Bringt mich zu einem Schachspiel. Gut. Da ist nichts drin. Oh. Eine große Kiste. MP-Komponente. Sehr schön. Es ist ein richtiger Irrgarten hier. Ich bin jetzt über dem Grab. Aha. Runter. Der Rotbannerorden, eine weitere hohe Auszeichnung. Dieser Orden wurde aber absichtlich verunstaltet. Vielleicht ist der Besitzer in Ungnade gefallen. Aber warum bricht man dann unten ein Stückchen ab?
Würde man ihm den dann nicht komplett irgendwie aberkennen oder so? Die brauche ich nicht. Zum Ergreifen des Seils? Nein, brauche ich auch nicht. Und ich will lieber mal hier nach oben gucken. Wow. Es ist wirklich ein ganz schlimmer Irrgarten. Oh Mann. Ah. Ja, geh ruhig weiter runter. Weiter runter. So, sehr schön. Da muss ich erstmal was wegziehen hier. Direkt auf meinen Kopf natürlich. Ja, sehr sinnvoll. Sehr sinnvoll. Aber ich glaube, ich hätte das schon von woanders aus gerade sehen können und dann runterreißen können. Hier bin ich wieder. Ach, wunderbar. Dann wäre ich nicht eingebrochen. Nee, wenn ich das mit dem Seil runterziehen musste, dann wäre ich da wahrscheinlich nicht eingebrochen. Sehr schön. Aber das finde ich ja gut, dass ich dann genau an der gleichen Stelle wieder gelandet bin, in der ich auch gestartet habe. Sehr schön. Kann ich hier raufgehen? Oh nein. Oh Mann. Warum? Mann, warum kann ich das nicht lesen? Gott. Es ist zwar ein bisschen arg hoch. Oh doch, es ist ein bisschen sehr arg hoch. Ich wollte eigentlich mal nach da unten hin. Aber ich glaube kaum, dass ich das von hier nach hier schaffe. Ich glaube, ich hatte eigentlich was weiter da drüben irgendwo gesehen, oder? Oder war das der hier, den ich von da unten aus gesehen habe? Naja, von hier kann ich auf jeden Fall darüber. Und kann dann vielleicht hochspringen. Dann dieses Seil da nehmen, um dorthin zu gelangen. Mal sehen. Erstmal schaue ich mich hier weiter um. Ich bin ja hier noch längst nicht fertig. Was haben wir hier? Bergungsgut. Die Armen. Ich bin froh, dass es schon so lange her ist und dass es hier so kalt ist. Also muss ich mir wenigstens nicht vorstellen, dass es wer weiß wie stinken würde. Bah. Da komme ich vielleicht raus. Hier? Nee. Doch nicht. Okay. Ich sollte ja von der Mitte aus durchaus wieder überall hinkommen können, ne? Dann versuchen wir das jetzt mal. Hui, auf geht die wilde Fahrt. Hoppala, alles klar, alles gut. Wir hangeln uns ein bisschen hier rum. Und springen hier ran. Und an die Leiter. Sehr gut. Oh, Lara. Ohne mit der Wimper zu zucken, ne? Wenn die hier runterfallen würde. Noch mehr Bergungsgut. Und was soll das? Hier könnte ich jetzt wieder abspringen. Mhm. Genau, das da vorne hatte ich nämlich gesehen. Das da hatte ich gesehen. Ich muss da garantiert auch dann irgendwie so rüber. Hm. Entweder... Ja, keine Ahnung. Klettern wir erstmal weiter nach oben. Irgendwann werde ich ihn schon finden, den Jacob. Weil ich mich natürlich erstmal hier noch ganz genau umsehen möchte. Hä? Okay. Na gut, na gut. Oh wow, Tatsache. Das ist hier festgemacht. Oh, das wird na, kein Spaß, würde ich sagen. Oh mein Gott. Erstmal so lange im freien Flug. Genau, da muss ich erstmal ordentlich nachpuffern. Mein Rechner muss ich von dem Schreck auch erstmal erholen. Oh Mann. Ach, sehr schön. Hier ist es gewesen, nicht da weit hinten. Hier ist es gewesen, so. Und da komme ich jetzt auch hin. Sehr gut. Hoppala. Huiuiui. Alles klar. Einmal drücken zum Aufheben. Ich bin voll. Na, das macht ja nichts.
Aua, shit, das war tiefer als gewollt. Mist. Dann werde ich wohl mal hier wieder hochklettern, was? Hoppala.